Ostern, das höchste Fest aller Christen. Die Gläubigen gedenken in besonders feierlicher Form des Opfertodes Christi an Karfreitag, der Grabesruhe an Karsamstag und der Auferstehung in der Osternacht. In der evangelischen Auferstehungskirche in Siegburg, Gastkirche der griechisch-orthodoxen Gemeinde, feiert Vater Alexandros am Gründonnerstagabend die Passionsandacht mit den 12 Lesungen über die Leiden Christi. Der Geistliche ist für Eitorf, Siegburg und Troisdorf zuständig. Er hat heute Abend bereits seine Andacht in der siegaufwärts gelegenen Gemeinde Eitorf gefeiert. Die Gläubigen zünden die Kerzen als inniges Gebet zum eigenen Wohle und zum Wohle ihrer Angehörigen an. Das Küssen der Ikonen gehört zur heiligen Verehrung. Vater Alexandros hält die 12 Lesungen. Eine brennende Kerze markiert den Beginn jeder einzelnen Lesung. Die 5. Lesung geht zu Ende. Vater Alexandros trägt das Kreuz durch die Kirche. Dieser Kreuzweg stellt die Passion Christi dar. Ein Kantor begleitet die gesamte Prozession mit seinem Gesang. Das Podest des Kreuzes symbolisiert die heilige Dreieinigkeit. Kränze weisen auf die Dornenkrone Christi hin. Die Gläubigen hängen Handtücher an das Kreuz, als symbolische Darstellung der Grabtücher. Vater Alexandros hat es eilig. Verständlich, denn die Gläubigen in Troisdorf warten auf ihn. Auch sie wollen die Passionsandacht feiern. Viele der Frauen bleiben als Nachtwache bis zum nächsten Morgen in der Kirche. Sie singen, beten, unterhalten sich und vor allem, sie schmücken das Grab Christi.
Dazu verwenden sie hauptsächlich weiße Nelken, Anturien und Buchsbaumzweige. Die Gemeinde hat bereits in der vorösterlichen Zeit Geld gesammelt, um die Blumen bezahlen zu können. Karfreitagmittag. Die griechisch-orthodoxe Metropolie in Bonn-Beuel. Die Griechinnen haben vormittags das Grab mit rund 2000 Nelken geschmückt und schießen noch schnell ein Erinnerungsfoto. Die 1976 erbaute Metropolie ist nicht nur die Heimatkirche der Bonner Griechen. Besonders an hohen Feiertagen ist sie auch ein Anziehungspunkt für Gläubige aus anderen Gemeinden bis nach Düsseldorf oder Koblenz. Blumen spielen in der orthodoxen Kirche eine bemerkenswerte Rolle. Man versteht sie hier als erweitertes Symbol für die duftende Myrrhe, die die Frauen zur Einbalsamierung des Leichnams Christi verwendet hatten. Bis in die Kuppel in der prächtig ausgemalten Metropolie hinein erhebt sich der Gesang von Vater Sokratis und den drei Kantoren. Der Geistliche nimmt den Leib Christi vom Kreuz ab und verhüllt ihn. Bis Christi Himmelfahrt bleibt der Korpus hinter dem Altar. Kreuzabnahme folgt die Grablegung, symbolisiert durch das Epitaphios, also eine Stoffikone. Vater Sokratis trägt sie mit Ehrfurcht und geht durch die Kirche um die Gläubigen herum. Die Stickereien auf der Stoffikone zeigen die Grablegung und Beweinung Christi. Der Brauch, das besonders gestaltete Grab Christi architektonisch nachzubilden, ist seit dem 9. Jahrhundert im Abendland nachweisbar. Im geschmückten Grab liegt nach griechisch-orthodoxem Ritus ab dem heutigen Karfreitag diese Stoffikone als Christussymbol. Am Ende des abendlichen Gottesdienstes wird sie wieder feierlich aufgenommen und auf dem Altar niedergelegt. Oh.
Epitaphios bedeutet eigentlich das auf dem Grab liegende. Vater Sokrates legt die Stoffikone in das Grabgestell und bestreut sie als Zeichen der Verehrung mit Blumen. Ein Bestandteil der Liturgie ist die Besprengung mit Duftwasser. Der Ursprung liegt im Grabopfer. Nach jüdischem Brauch nämlich spendeten die Frauen duftende Essenzen am Grab Christi. Was wie kindliches Spiel aussieht, hat einen tieferen Sinn. Aus dem heiligen Grab entspringt das Leben, neu und rein. Wer unter dem Grab hindurchgegangen ist, dem sind seine Sünden vergeben. Gott steht ihm also bei und beschützt ihn. Karfreitagabend. Nochmalige Feier der Grablegung mit Prozession. Wie bei jedem Kirchenbesuch zünden die Gläubigen Kerzen an und verehren die Ikonen. Auch Kinder nehmen an den Gottesdiensten teil, sind sie doch seit ihrer Taufe vollwertige Mitglieder der Gemeinde. Klagelieder erklingen im Wechselgesang zwischen Vater Sokrates, den Frauen und den Männern. Manche Passagen singen sie auch gemeinsam. Letzte Instruktionen an die Ministranten. Der abendlichen Prozession voraus geht der Kreuzträger. Es folgen die Messdiener, die vier Grabträger, Vater Sokrates, die Kantoren. Unter dem Gesang der Gläubigen führt der Weg zunächst zur evangelischen Nachfolge Christi Kirche und anschließend zur katholischen Heiligkreuzkirche. Thank you.
Die Träger halten mit dem Grabgestell vor dem Eingang zur Kuppelkirche. So haben alle Gläubigen die Möglichkeit, unter dem Grab hindurch die Kirche zu betreten. Damit sind die Sünden vergeben. Ein neues Leben fängt an. Die Gläubigen küssen Epitaphios und Evangeliar als Zeichen ihrer Verehrung. Viele von ihnen haben Rosen und weiße Nelken mitgebracht und auf das Grab gelegt. Vater Sokrates verteilt nun diese Blumen. Dadurch, dass sie auf dem Grab gelegen haben, sind sie auch gesegnet. Zugleich nimmt man also einen Teil vom heiligen Grab mit nach Hause. Karsamstag Vormittag. Vater Sokrates segnet die Lämmer, die einen Tag später gegrillt und verzehrt werden sollen. Das Lamm, genauer das Osterlamm, steht für den Opfertod Christi. Die Segnung von Lämmern und Lammfleisch ist seit dem frühen Mittelalter bezeugt. Höhepunkt der Liturgie des Kirchenjahres ist die Osternacht. Der Auferstehungsgottesdienst besteht aus drei Elementen: Lichtfeier, Wortgottesdienst und Eucharistiefeier. Hier in Bonn-Beuel dauert die Osternacht etwa 3,5 Stunden. In Griechenland selbst bis zu 7 Stunden. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Bei der Ankunft des Bischofs Ευμένιος von Lefka sind Anfangsgebete und erste Lesung bereits beendet. Der eigentliche Altarraum ist den Blicken der Gläubigen durch die Ikonostase, also die Ikonenwand, entzogen. Vater Sokrates segnet die Gewänder der Ministranten und bereitet Brot und Wein zur Feier der heiligen Eucharistie vor. Das ist das Brot mit den Zeichen, welche für die Kommunion. Bischof Ευμένιος von Lefka tritt aus dem Altarraum und verliest das Grußwort des Metropoliten. In der Zwischenzeit bereiten Vater Sokrates und ein Ministrant in der Sakristei die Osterkerzen vor. Thank you.
23 Uhr. Die Lichter erlöschen. Gespannte Unruhe erfüllt die Kirche. Der Bischof entzündet die Osterkerzen am ewigen Licht und tritt vor die dicht gedrängten Gläubigen. Er erhebt die Kerzen und gibt das Feuer weiter. Trauer schlägt in Freude um. Christus ist auferstanden. Er hat durch seinen Tod den Tod besiegt und neues Leben geschaffen. Die Prozession mit dem Osterlicht zieht in den Innenhof. Hier verkündet der Bischof das Osterevangelium. Und immer wieder Christos Anesti, Christus ist auferstanden. Κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Διαγενωμένου του Σαββάτου Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη ηγόρασαν αρώματα ή να ελθούσε αλήψωση των Ιησούν. Και ουδεν είπων εφοβούν το γά. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Die Geistlichen kehren in die Kirche zurück und beginnen mit der Feier der heiligen Eucharistie. Ein großer Teil der Gläubigen bleibt im Innenhof. Sie tauschen Glückwünsche aus und frönen einem international verbreiteten Osterbrauch, dem Eiertitschen. Mit der brennenden Osterkerze nehmen die Gläubigen symbolisch die Hoffnung der Auferstehung mit nach Hause. Die Liturgie der Osternacht ist in die Eucharistiefeier übergegangen.
Begleitet von Gesängen trägt Vater Sokrates die Patene mit dem Brot und den Kelch mit dem Wein durch die Kirche. Bischof Ephmenios von Lefka verharrt in stillem Gebet vor dem Altar. Er spricht für sich das Glaubensbekenntnis. Vater Sokrates und ein Ministrant halten ein Tuch über dem Kopf des Bischofs und bewegen es. Dieses leichte Flattern symbolisiert das Fliegen der Engel über dem Opfer und zugleich die Einheit von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Zur Kommunion treten die Gläubigen einzeln vor und bekommen auf einem Silberlöffel Leib und Blut Christi. Auch Kinder nehmen an der Kommunion teil, da sie vollwertige Gemeindemitglieder sind. Eier stehen als Sinnbild für neues, entstehendes Leben. Und damit man sie als gesegnete Eier wahrnimmt, sind sie rot gefärbt. Dieser alte Brauch stammt aus der Ostkirche. Das Osterbrot bedeutet Wohlstand. Früher brachten Reiche das Brot für die Armen mit. Christus ist der Ostern.
Am Ostersonntag feiert die Gemeinde die Agape. Seit dem frühen Morgen drehen sich die gesegneten Lämmer über dem Grill. Als besondere Spezialität gilt Kokoretzi, die gegrillten Innereien des Lammes. Selbst Vater Sokrates lässt es sich nicht nehmen, tatkräftig mitzuhelfen. Die zerlegten Lämmer werden in Portionen zu 200 Gramm abgewogen, verpackt und warm gehalten. Vater Sokrates stehen heute drei Konzelebranten zur Seite. Gemeinsam mit Pater Ambrosios streut er Blüten im Kirchenraum. Die Geistlichen halten die Lesungen der Auferstehungsgeschichte Christi in verschiedenen Sprachen. Vater Sokrates auf Deutsch. Und als er dann sagte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Vater Konstantinos Myron auf Rumänisch. Pater Ambrosius auf Englisch. Fear of the Jews came Jesus and stood in the midst and said unto them, Peace be unto you. Und Vater Alexandros auf Griechisch. Mit Gesang und Gebet ziehen Geistliche und Gläubige in den Innenhof. Hier feiert die Gemeinde mit dem Ostergruß Christos Anesti, das Lob Gottes und seinen Sieg über den Tod. Im Hintergrund das heilige Grab mit seiner ganzen Blumenpracht. Es bleibt bis Pfingsten vor der Ikonostase stehen. Christos Anesti. Christos Anesti. Christos Anesti. Christos Anesti. Δόξα και Αγία αυτού τριήμερο εγέρση. Το σκηνούμενο αυτού τη τριήμερο εγέρση. Ich danke Ihnen allen, sowohl die orthodoxen Deutschen, welche
Anfangen unserer Gottesdienste teilnehmen, besonders in der Karwoche, so intensiv mitten in den Gottesdiensten dort teilgenommen haben. Und ich hoffe mindestens, die haben etwas davon gewonnen. Und als letztes, bevor die Volksmusik anfängt, ist es auch üblich, dass wir die Verehrung der Auferstehung tun und auch als Belohnung, nicht unbedingt in Klammern, in Anführungsstrichen Belohnung, bekommen wir das Osterei. Und deswegen, ich bitte Vater Ambrosius und Vater Konstantinos, dass die diese Aufgabe übernehmen. Bitte schön. Gläubige vieler Nationalitäten versammeln sich zu Ostern in der Metropolie. Außer den Griechen, Syrer, Russen, Deutsche, Georgier und Gläubige aus den Balkanländern. Alle zusammen genießen sie das gegrillte Lammfleisch. Und hin und wieder ein Schlückchen Rezina. Wie es bei den Griechen so üblich ist, beginnen sie plötzlich und ganz spontan zu tanzen. Selbst Vater Sokrates lässt sich nicht lange bitten und hat sich ungezwungen eingereiht. Es ist ein panhellenischer Tanz, den alle kennen. Das griechisch-orthodoxe Osterfest im Rheinland. Neben seiner Bedeutung als höchstes christliches Fest, für jeden Griechen ein Stück Heimat. Aber auch hier ist er verwurzelt, praktiziert seinen Glauben und pflegt seine Bräuche. Dass deutsche Christen ebenfalls an diesem Fest teilnehmen, ist ein Zeichen unserer interkulturellen Gesellschaft.